Hohoho, Leute, hier sind wir wieder. Auf zur zweiten Runde in die Karibik? Glaube schon, ne? So, müssen wir mal schauen, wo wir gestern aufgehört haben. Also ich bin jetzt fast der Meinung, dass wir mal erst den aktuellen, kurz vor der Pleite oder vor dem Bau. Was war das? Getreidefarm. Ne, ich stehe bevorzugt zugelassen erstmal. Wenn wir jetzt gleich ein Schiff verkaufen, dann ist das Thema durch. Dann ist das halt so. Und wenn das dann immer noch nicht funktioniert, können wir immer noch zurückgehen. Vor dem Plantagenverkauf. Kauf. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da haben wir gestern aufgehört. Wir müssten beide drin sein. So, aber ich tendiere eher dazu, dass wir dieses Schiff verkaufen. Jetzt hat er darüber geswitcht. Nein, sollte er noch nicht. Ja, auflösen. Ach, ich muss noch zur Werft. Genau, so war das. So. Verkaufen. So, da haben wir. Die Flotte sind 40.000. Die andere hat nämlich noch Kanonen an Bord. Ja, ich würde jetzt fast tendieren, verkaufen die. Weil da haben wir nur 20.000 für gegeben. Verkauft man das jetzt für 40.000? Wir müssen uns dann ein kleineres holen gehen. So, Schiff verkauft. So, jetzt haben wir 33.000, jetzt haben wir wieder ein bisschen Knete. So, Aventur. So, das haben wir jetzt klar. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Wo ist denn jetzt das Schiff? Hallo? Wo ist das Schiff hin? Ne, nichts können wir auflösen. Ich will das ja benutzen. Wie kriege ich das denn jetzt benutzt? Ganz drinnen. Ach, das ist nur die große. Da sind wir nichts. Nee, da war nicht. Alles die Brick. Ne, Brick, Brick. Das ist alles die Brick. 25. Also dasselbe. Okay. Wie kriege ich denn jetzt mein Schiff da raus? Zu wenig Kommandopunkte. Können wir auflösen. Hallo? Nein, will ich ja nicht. Shit, wie kriege ich jetzt das Schiff wieder da raus? Das verstehe ich noch nicht. Sagt sie mal, wie geht denn das jetzt? Schiff im Hafen. Können wir auflösen, will ich ja nicht. Aha, jetzt haben wir draus. Ich wollte kurz sagen, jetzt haben wir das Ding vergessen, oder was? Das Problem ist, wir haben jetzt keinen Captain mehr, ne? Zuweisen. Jetzt haben wir auch wieder einen Captain. Wunderbar. So, jetzt muss ich aber mal gerade hier, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das jetzt ist, Atmosphäre.
Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Ich meine, da wäre nämlich ziemlich laut gewesen. So, wir sind in Port Royal. Dann werden wir nochmal zur Stadt fahren. Reliquaranker, okay. So, kann man hier irgendwas mitnehmen? Ich glaube, das waren die Seile, ne? 194. 194. Na, ah ja, da bin ich richtig. Seile 227. Machen wir das doch mal, ne? So. Schiff. Stadt. Seile. 20.569. 20,5. 20,5, okay. Aha, es fährt. Ich wollte gerade sagen, wo fährt das denn jetzt nicht? So, gib mal Yumi. Jetzt haben wir zwar leider wieder nur ein Schiff. Aber vielleicht können wir den Pleitegeier ja noch weg. Wieder Pause. Okay. Lass muss abwarten. Ne? Was haben wir denn inzwischen an Getreide? 129. 36 plus. Das kann ich, sieht man das? Bargeld, Waren. Betriebe 7000. Vermögen. Schiffe gesamt. Minus haben wir noch von 335. Bilanz von 1000 minus. Aber rein theoretisch sind wir jetzt im dritten Quartal, ne? Also wir haben es auf 20,5 eingekauft. Aha. 14,821. Da ist der Verlust. Da ist der Verlust. Ich habe für 20,5 eingekauft. Und das sind 14,8. Also, da stimmt was nicht. Fahr mal rüber nach Nassau. Gucken, ob das da mehr gibt. Weil das sind 6000 weniger, als wir bezahlt haben. Komisch. Warum auch immer. Jetzt sind wir noch nicht zu Ende. Quartal 1592. Das kann ja nicht sein. Seile. Das ist ein Gewinn. 28.965. 20,5 haben wir bezahlt.
Warum das da unten nicht funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Eine Baugenehmigung erwerben und Betrieb errichten zu können. Okay. Da habe ich geschafft. Was haben wir denn an Getreide hier drin? 227. Okay. Achso, ich sollte ja auch was mitnehmen, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Kakao 129. Wir sind noch drinne. Sind noch 16 drinne. Haben wir denn zu Hause? Ist nichts mehr. Ein bisschen Kakao mit. Mal gucken, ob man da jetzt Gewinn schaffen. Kakao. 28.760. Muss man sich jetzt merken. Das wird man andauernd Verlust. Ich habe auch nicht jedes Mal Lust hat, mal aufzuschreiben. Das wäre ja blöd. Warum wir da eben so viel verloren haben? 6000 weniger. Guck mal, was jetzt dabei rausspringt. So, da sind wir. Wieder 5000 weniger. Da kommt unser Verlust. Da ist unser Verlust. Aber ich habe sonst keine. Habe ich dann noch Lizenzen? Das habe ich gerade geladen. Das lohnt sich nicht. Wie sieht das denn hier mal aus? Aber das ist natürlich extrem weit. 25. Produzieren Kakao. Aber ich will jetzt keine neue Dingens ausgeben. Das ist mein verkacktes Problem. 73. Das nützt ja nichts. Komm, fahren wir mal runter. Probieren. Also müsste da Gewinn rausspringen. Hi Sven! Ja, soweit ist wieder alles gut.
will hoffen, dass bei dir auch alles gut ist. So, Auftrag. 135 Fleisch, wo soll ich hier denn herzaubern? Weiß ich nicht. So, mal gucken, ja. Ja, kann ich machen, ja. Komm ich gleich schon mal gucken. Das lohnt sich. Jawohl. Das hat sich jetzt gelohnt. Fleisch 105. Kaffee haben sie noch genug, oder muss er hier hinbringen? So, was wollte ich denn jetzt? Produktion hier wollte ich nicht. 54%, okay. Das dauert im Moment bei mir sowieso noch ein bisschen hier. Ich habe ja auch gerade erst angefangen. Kein Problem, kein Problem. So, was wollte ich denn jetzt? Hier, das waren jetzt 54%. So. Rum. Was sagt denn der Jute rum hier? Was sind der da? 49. Zucker. 115. Zucker 115. Brauchen die nicht hier? Da. Ah, ist auch noch da. Seile 324. Aber das haben wir eben gesehen, das geht in die Hose. Wo haben wir denn Santiago? Holz 81. Obst. Was brauche ich denn zu Hause noch? Nee, da. Alles scheint gut zu laufen, okay. 158, 36. Mais, Zucker, Bier. Produktion, haben wir kein Bier? Die Lizenz muss ich jetzt kaufen, ne? Mal grad gucken gehen. Kaufen. Produktion Bier. Die brauchen nämlich Getreide. Kostenpunkt 30.000. 40 Arbeiter. Arbeit suchen 34. Eigenbetrieb ein- und ausschalten. Aha.
Aber hier siehst du nicht dran, was die verdienen, ne? Also sehe ich jetzt nichts. So. Aber wenn ich diesen Zucker mitbringe, dann mache ich wahrscheinlich wieder Verlust mit. Das kann eigentlich normalerweise nicht sein. 108. Verkauf. Einkauf 64. .000. Wir fahren zurück und machen den ultimativen Test. Weil das kann ja fast nicht möglich sein. Warum auch immer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Zucker. Wir haben 9000 bezahlt. 9070. Ja, viel ist das nicht. Viel ist das nicht. Hier wären 184. Was kostet mich denn, wenn ich hier... Das Lager war, glaube ich, 46.000, ne? Kann man mal gerade schauen. Das da? 43.000 sogar. Die Lager eine größere Menge von produzierten Waren, bevor deren Warenpreis fällt. Kann nur einmal im Stadtzentrum errichtet werden. Und das kostet 1000. Ein kleines Lagerraum, Lagerhaus erlaubt inzwischen eine. Und das kostet 1000 pro Tag. Und das kostet nichts. Die Frage ist nur, was da reingeht, ne? Das ist die Frage. Aber jetzt wieder direkt mal rein für den Stau rausgehen? Nee. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Einzige, was wir machen können, wenn ich die Bierproduktion setzen will. 30.000. Nee, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. 669 nur gewinnen. Gute Frage. Du kannst die Stadt und deren Betriebe unterstützen, indem du die Ware aufkaufst und auf der anderen Stadt lieferst. Habe ich gerade nach hier gebracht.
Saugeil. Wieso steht hier Gemüse? Ich sehe gar kein Gemüse. Was ist denn das blöde Gemüse? 52, die produzieren das doch gar nicht. Gehen wir da auch nochmal gucken. Was kostet denn die Gemüse-Dingens? Entweder Bier oder Gemüse. Ne, was kriegst du denn am meisten? Ja, wat? Warte, Moment. Gemüse kriegst du 108. Ne, 187. Also besser rein rechterisch. Das Bier. Bier kostet 30.000. Gemüse 23.000. produziert aber nur 8. Oh, die nur 6. Tja, gute Frage. Ich bin mir noch nicht sicher. 80% bewohnt. Was kosten denn die? Oh, 41.000. Ist ja krass. Und das Hospital habe ich immer noch nicht, ne? Ja. 56.000. Puh. Naja, wir müssen erst noch mal Geld schaffen, nützt nichts. Wir befinden uns nun nicht mehr mit Frankreich im Krieg. Oh, hast du aber fein gemacht. Gott sei Dank. So, was nehme ich denn jetzt von hier aus mit? Nee, nichts verkaufen. Also, ich könnte es rein theoretisch, statt Getreide könnte ich mitnehmen. Das sind 43. 43. So, jetzt geht man hier mal gucken. 125, 72. Was haben wir hier? 78. Was haben wir unten? Dingens. 77, 191. Okay. Die haben schon wieder 92. 35 produziert. Wie viele Betriebe haben die denn davon stehen? Die 35 haben. Das müssen drei Stück sein. Baumwolle, wo steht die denn? Da. Das lohnt sich noch nicht. Kaffee auch noch nicht, Kakao habe ich gerade voll gemacht. Tabak auch. Was waren das für Produkte? Wir müssen unter 2 stehen. Aber der hat doch gesagt hier irgendwie. Ihr kommt mich besuchen, wie schön. Ah ja, zwangsweise. Zwangsweise komme ich hier mal gucken. Ruhm. Kaffee, Baumwolle, Tabak und Kakao. Nur 10% Gemüse. Okay. Jetzt hat gar keiner mehr Krieg. Okay. Das lohnt sich nicht. Was haben die? Null. Dann fahren wir da hin. Das ist doch schon mal günstig. Fahren wir nach Santiago. So, einmal. Also ich muss das Schiff hören, ne? So, Waren. So, wir laden einmal ein. 9.553. Also 9.500. Da bin ich gespannt.
1500. Kann ja fast nicht möglich sein. 704. Bargeld 45. Waren. Ah, da steht, dass man das gerade eingekauft habe. 1543. Betriebe machen 7000. Also macht man Betrieb 7000 Gold. Oder sehe ich das jetzt falsch? Endo pro Tag ca. 706. Das sind im Prinzip meine gesamten Einnahmen. 95.100. Bargeld plus das plus das. Schiffe. Da könnte das Wert, das der Wert vom Schiff sein, ne? Gehe ich mal von aus. So. Achten wir, bis das Schiff angekommen ist. Ding, ding. Da sind wir wieder. So, gucken wir mal. 9.553. Das hat sich gelohnt. Zack. Das hat sich gelohnt. Dann 7000 Gewinn. So, jetzt gehen wir nochmal Bilanz gucken. 949. Alles gut, dass man das hier sehen kann. Der macht 7000. Hätte ich nicht gedacht. Aber hier tut sich gar nichts irgendwie. Das zweite Quartal ist doch schon lange rum. Bin ich jetzt da auch falsch für? Nee. Wir sind im dritten, ja. Okay, warten wir es ab. So, und dann gucken wir mal, was können wir denn jetzt noch hier laden? Aber hier ist nicht viel zum Laden. Santiago. Das schmeckt. Alter. Da ging schnell. Was produzieren die denn hier? Stoffe. Kakao. Da könnte man auch Gewinn machen. 183. Was ist das? Metallwaren. Wir gehen gucken. Probier mal. Wir laden. Metallwaren, ne? Ja, Metallwaren ein. Zack. Und fahren mal nach Hause. So, mal gucken. Das müsste da wieder drin stehen. 40.392. Ah, dann braucht man das nicht zu merken oder nicht aufzuschreiben. Ja, sonst bringt das ja gar nichts. Oh, was haben wir denn da? Komm zu mir. Ich habe etwas. Was hast du denn? Getreide schon länger, schon seit längerem. Mangel war, aha, während Spanien genug auf Lager hat. Ich bitte dahin darum, dort 369 der Ware bis zum 22. zu kaufen und an unsere Städte zu liefern. Bisher 0 gekauft und 12 geliefert? Wo habe ich das denn gemacht? Spanier. Ich habe doch Genusshelm auf Lager. So. Moment, Bilanz waren 40.392. Da. 40.300.
10.000 weniger. Das ist ja krass. Das ist echt krass. Zehntausend Gold weniger. Ne, da fahren wir woanders hin. Fahren wir mal nach Nassau. Das kann ja nicht sein. Ist das so schlecht ausbalanciert? Also wenn du da nicht aufpasst, so wie wir gestern festgestellt haben, bist du ganz schnell pleite. Aber ganz schnell. So, Ding Ding, wir sind in Nassau. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Das kann ja fast nicht möglich sein. 35.000. Ist immer noch nicht drüber, was wir ausgegeben haben. Heftig. Echt heftig. Okay, dann fahren wir jetzt nochmal darüber. Und das ist so blöd, dass du jetzt kein Lager hast, ne? Du hast jetzt nämlich ein Lager geschmissen. Ding Ding, wir sind da. Das ist echt derbe. 10.000 weniger als was du bezahlt hast. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Aber ich halte mal, was war das denn? Wo haben die denn den Überfluss hier? Das ist doch nicht so ein Überfluss. 261, das ist doch nichts. Überfluss 61 108 158. Jetzt sollte ich mal gucken, wo die Getreide produzieren. Da produzieren die Getreide 24 nur. Ja, die haben wir Bier 19. Fleisch und Luxuswaren. Okay. Aber dass sie jetzt da massenweise von produzieren, sehe ich nichts von. Also ich weiß nicht. Da waren 173 Kaffee und Stoffe. Ah, Handelslizenz. Das ist natürlich, ne? Echt zum Schießen.
Kann ich denn noch bei Hanf haben? Ist voll. Okay. Aber keine Seile. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. 36.000. Eigentlich vorteilhaft, ne? Ja, wir warten jetzt mal, bis das Schiff da ist und dann gucken wir, vielleicht machen wir eine Seilerei. Ich glaube, da kriege ich hier genug für. Müsste zwar wieder 36, 37.000 investieren. Aber vielleicht funktioniert es ja. Und vielleicht. Und Betriebe 7.000. So wie der Tatar aussieht. Und das ist natürlich immer weit hier rüber. Aber das ist die letzte Hoffnung. Der Rest wird mal Verlust fahren. Da ist nichts. Noch 73, aber da müsstest du wieder Lizenz kaufen. Stoff haben die 142. Rum haben sie auch genug. Produzieren die Zucker? Nein. Ah, eingeschränkt, die haben keine Arbeitskräfte mehr. 21 Arbeitssuchende. Wo war ich denn jetzt da? Ich dran denke, weil ich bei nur an Produktion gesetzt habe, ist das ja hier echt ein Witz. Bis ja Ewigkeiten am Warten. Schiff, wo bist du? Ah, da bist du ja. Okidoki. Wo ist mein Schiff? Mein Schiff. Da ist es ja. Das ist immer so weit. Du bist ja von zu Hause bis hier. Das kannst du ganze Zigarette rauchen, ja. Aber schneller geht leider nicht.
Juhu, das ist gleich angekommen. Ding, ding. So, jetzt bin ich hoffen, dass wir da wenigstens Gewinn machen, ja. Da ist nichts. Wunderbar. So, wir hatten 40.392. 40.392. Gucken, ob wir jetzt kriegen. Ja, das sieht doch schon mal anders aus. Das war dann dicker Bonus. Also muss man echt drauf achten, ansonsten fährt man ganz schnell Verlust. Also das ist echt heftig. Dann könnte ich jetzt rein theoretisch die Baumwolle mitnehmen. Schauen wir uns das nochmal an hier. Ja, nehmen wir die Baumwolle mit. Keramik und Kleidung. Okay. Ne, haben die nicht. Auch wieder. Was ist das für ein Problem? Die haben doch genug. Holz im Überfluss. 32. Was ist denn Erlund? Moment. Holz. 72. Wir machen Hälfte, Hälfte. 108. 71. Kleidung haben wir da unten nicht, ne? Okay, ich guck gleich mal. So, Kleidung. Ne, haben die auch nicht hier. Brauchst du für Kleidung? Ich glaube, da brauchst du die hier für Weberei. Ja, genau, wo ist du für? Okay. So, wir nehmen jetzt 520 Zucker. 309 Baumwolle. So. Fahr nach Hause. Wir haben bezahlt 14.256. Arbeitssuchende. Mhm. Tabakplantage hat Probleme. Eingeschränkt. So sind die eingeschränkt. Hanfplantage? Tabakplantage. Ach ja, die kann ich ja nur kaufen. Nee, habe ich nicht so viel. Zum Moment warten. Bäckerei. Getreidefarm. Okay. Hier wird zu einem großen Betrieb verbunden werden. Nee, das sieht nach wieder aus. Da sind wir ja nicht. Ich habe ja vor, die irgendwann zu kaufen hier. Könnt ihr mal schnell gucken. Port Royal. Werft. Kaufen. 25. Wo sind die teurer wie die? 250. Ah, 100 Meilen.
Klein- und kostengünstiger Schiffe mit geringer Tiefgang. Ist die umgerufene Barke das schnellste Schiff? Okay. 38.000. Das ist meine Flöte. Ah. 250.000. Alter, was ist das denn für ein Schiff? Ein Ruhmespunkt. Guck dir das an. 550 Kandidaten. Ja, ja, Hanf. Aber nur für Klamotten, für nichts anderes. Boah, 250.000 für ein Schiff. Anständig. Ja, genau. Ist schon klar. Aber das kann ich mir nicht leisten, das Schiff. Wo ist denn unsere Kleine? Na, da unten kommt sie. Ja, genau, wie bei Anno. Ich glaube, bei Anno 1800 hast du da auch sogar Hanf. Wo war das Wolle inzwischen? Bin mir nicht mehr sicher. Das ist schon ein wenig länger her. So, was hat man jetzt geladen? Baumwolle. Erst gut, was hat man bezahlt? 14,2. 14,2. 11,54. Machst du wieder 3000 Miese? Nein, behalte mal. Was haben wir hier hinten? Da ist leer, fahren wir da hin. Mal gucken. Ah, dann ist das auch bei 1800. Dann ist das auch die Wolle. So, was können wir hier? Baumwolle. 12. Das gibt's nicht. Du machst überall Verlust. Pause? Nee, Pause wollte ich nicht. 14,256. Nicht möglich sein, ne? Echt nicht. 64 habe ich bezahlt. Ich verstehe das System noch nicht. Das ist mir echt zu hoch. Zwölftausendachthunderteinundzwanzig. 2000 Verlust.
2000 Verlust, also irgendwie. Ist das Verkaufsding irgendwie buggy hier? Ich habe die Baumwolle gekauft für 64. Und hier ist der Preis 122. Also fast das Doppelte. Desto mehr ich verkaufe, umso billiger wird er. Aber warum? Siebenundzwanzig kann ich verkaufen. 122. Kriege ich dafür. Oh, da musst du theoretisch aufpassen, ne? Gut, mehr kriegt er eben nicht. Warum auch immer. Okay, dann fahren wir jetzt mal rüber nach Nassau und machen wir bis 122. Kann ja nicht sein. Muss 1000 Städte abfahren. Sonst kriegst du nichts dafür. Ding, ding. Nee, da will ich hin. Baumwolle. 110. 64 habe ich bezahlt. 86 sind wir schon. Moment, jetzt muss ich aufpassen. 194 habe ich. So, jetzt verkaufen. Ein Stück nur. Komisch. Komisches System. Aber richtig komisch. Aber warum machen die das? Kann ja bald nicht möglich sein, ne? Ein Gewinn habe ich gemacht. Verluste 5000. Verluste 8, das war die komische Quest, die ich angenommen habe. Statistik. 121.000. Also das heißt, man sollte sich das Schiff nicht vollknallen, sonst weiß man nicht wohin damit. Weil sonst fährt man einen riesen Verlust ein. So, was kriegt man jetzt hier für die Baumwolle? 108. Wie weit kann ich runtergehen? Das ist schon Ende. Könnte natürlich sein, ich gehe jetzt bis 65 runter. Mal schon nur ein Gold gewinnen. 13 habe ich schon noch über 100 drin.
Oh Mann. Das ist mir zu hoch. Jetzt auf Santiago. 108. Da ist eine Quest auf. Was müssen wir denn da machen? Hallo? Was sind die jetzt? Hallo? Wo ist die Quest? Baugenehmigung. 64 Arbeitssuchende. Was haben die denn hier Probleme? Schreinerei. Sägewerk. Kaffeeplantage. Metalle. Aber die Produktion war doch Metallwaren. Kohle und Metall. Kohle. Unser Metall. Null. Hammer nicht. Sodala. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich habe nichts verkauft. Was? Da war er weg. Das ging ja jetzt. Auch 252. Brauche ich nicht zu kaufen. Nö. Ding ding. Oh, das ist nicht viel. 5. Ist ja Wahnsinn. So, was nehme ich jetzt mit?
Guck mal, die haben kein Getreide. Tja, ist gute Frage, ne? Ich habe halt keine Lust mit der Wasser über ihn zu fahren. So, ich bin mal gespannt. Rum. Ah, der ist geblieben. 230. Da mache ich auf jeden Fall Gewinn mit. Baumwolle. Vier Stück. Drei Stück für 103. Das ist doch kacke, so was. Da tut sich auch nicht viel mehr, ne? Kriege ich denn Obst her? Neunundneunzig. Fahren wir nochmal nach Nassau. Ding ding. So, einmal Baumwolle. Baumwolle 108. Nee, das ist echt scheiße, so was.
Also das System, das ist zum Scheitern verurteilt. Nein, kann ich den noch nicht mal. Bleib drum, ist mir auch egal. Fleisch 481. Siegel 21. Ziegel mit. Ah, 9050. Also wenn man dann darauf achtet, dann sieht man wenigstens, dass der die Änderung pro Tag hochgeht, aber ansonsten hast du echt ein Problem. Die ganze Zeit habe ich halt aber komplett verkauft und habe nie auf den Preis geachtet. Ich habe gedacht, der wäre für das ganze Schiff das gleiche Preis, aber da der dann sinkt, hast du ein Problem. Das ist echt heftig. Was hat denn da für ein Ding? Verbündet. Ach, jetzt sind wir mit Frankreich verbündet. Ja, nee, ist klar. Nee, da wollte ich nicht hin, So, Obst. Preis 110. Ja, da geht schon wieder runter. Ist das krass, ey. Wenn ich 110 haben will, kriege ich schon 3 Stück verkauft. Tja. Was habe ich denn sonst noch? Baumwolle? Ziegel. Das ist krass. Thank you.
So macht man aber kein Geld. Das ist Beschiss, ist das. Richtig Beschiss. 8400. Ah, jetzt habe ich 153 plus gemacht. Ne, da wollen wir nicht hinzugehen. Das ist richtig Betrug, ist das hier. Drei Stück kann ich verkaufen für 110 Gold. Da bist du echt Ewigkeiten dran, um ein Schiff leer zu kriegen. Anständig. Einen kann ich verkaufen. Für 32 und ein für 27. Oh Mann. Das gefällt mir aber ja nicht. Absolut nicht. Das ist echt. Echt Beschiss ist das. Na gut, da fahren wir nochmal runter. Wir haben jetzt 78.000. Eins wollten wir jetzt noch probieren können. Das Schiff fährt ja sowieso runter, ne? So, bevor ich das aber mache, werde ich hier nochmal zwischenspeichern. Dann können wir den eigentlich überschreiben. So, Spiel speichern. Yep. So, haben wir wenigstens nicht so viele hier. So, machen wir weiter. Jetzt gehen wir uns eine Brauerei kaufen. Guck, vielleicht kriegen wir dann etwas mehr. Da, weil Getreide haben wir hier. 39.000. Die kann ich nicht bauen, die muss ich jetzt freischalten. Seid ihr hier, um die Niederlande zu unterstützen? Weiß ich noch nicht. So, wo war das denn jetzt hier? Konzession. Da. Brauerei. Ja, Hammer. So. Dann macht man das jetzt zu. So, da geben wir jetzt eine Brauerei kaufen. Hä? Warum ist denn da jetzt ein Fass drin? Okay. Denken wir, die gehen wir dann hier. Da oder da? Gute Frage. Ja, es wird doch verdächtig. Genauso ist es. Ausgerechnet dann unterstütze ich die Holländer. Wo setzen wir das denn jetzt? Da kann ich nichts setzen. Ach komm, ich setze das jetzt hier hin. So. So, bin mal gespannt, ob das funktioniert. So, jetzt müssen wir mal gucken. 6 Tage bis zur Fertigstellung. Okay. Kann ja nicht mehr wie in die Hose gehen, das Ganze.
Ding, ding. Wir sind wieder da. Ach, guck mal, da kann ich noch Baugenehmigung kaufen. 25.000 Gold. Dann. Nö, nö, im Moment noch nicht. So, was hat man denn jetzt hier? Obst. Obst 108. Ah, da war Ende. So, da haben wir schon mal losgekriegt. Ziegel. Hatte ich noch Baumwolle. Oh ne, die haben aber genug davon drin. 88. Das ist nicht viel. Okay, dann lassen wir das drin. Nehmen wir mal mit nach Hause. So. 325. Der Plan aufgeht, weiß ich nicht. Jetzt sind sie weg. Haha, super. War noch gerade mal 12 Stück drin. Kein Getreide. Zucker, haben wir noch Zucker zu Hause? Wieso kann ich jetzt nicht kaufen? Hallo? Habe ich mein Schiff wieder weggeschickt? Ach ne, steht in Santiago. Ups, mein Fehler. Habe ich ihn doch wieder dahin geschickt? 36. Fisch. 108. Achso, ich wollte aber wissen, was ich mitnehmen kann, ne? Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Ah, jetzt habe ich geil Getreide gekauft oder was? Weg. Ah, hier waren die Dinger. Nehme ich aber nur 10 Stück mit. Das kann ich mir durch die Gegend fahren. So, einmal nach Hause. Was haben wir denn hier? Besonderes. Baumwolle, Metalle. Nur 22 Metalle. Oh, 470 Baumwolle. 51 plus. Boah, das ist anständig. Das ist anständig. Metalle auch 110%. Prozent. 1300.
Oh, 66%. Warenversorgung, geht mal unten. Das war hier, ne? Ja. Muss ich nachher mal gucken. Dann muss ich wieder 10.000 investieren, ne? Die sind geblieben. Preis 553. So, meine Baumwolle wieder mal. Dann haben wir Ziegeleien. Gut, die bleiben bei 36. Das war günstig. Wir bleiben auch. Habe ich auch endlich losgekriegt. Wahnsinn. So, jetzt haben wir nur noch die blöde Baumwolle. Da kann ich im Moment vergessen. Da gehen wir mal gerade gucken, was unser Betrieb sagt. Der Betrieb gehört mir. Sind nur noch keine Arbeiter drin. Also irgendwas stimmt da nicht. Was haben wir denn da? Warenproduktion eingeschränkt. Ja, ist klar, es sind keine Arbeiter da wahrscheinlich, ne? Doch, 42. Wieso gehen die da nicht rein? Komisch. Leute, das kostet Geld, wenn das Ding nicht läuft. Da sind noch welche. Komm, fahren wir mal schnell hier rüber. Ich kriege mal noch was Baumwolle los. 6 tue ich aber auch nichts. Und nicht mal 600 Gold. Wenn ich den jetzt verkaufe. Ich auch eine Baugenehmigung kaufen. Okay. So, was habe ich? Baumwolle. Acht Matrosen.
40 mit. Einmal wieder nach Hause. Händler aus Santiago. Mhm. Toll, jetzt war er weg. Versoffen. Militär, Militär, Militär. Ding ding. Zwei, ach, jetzt haben sie die. Jetzt haben sie die übernommen. Wetten. Jetzt läuft die Kiste. Na toll. Okay. Bierproduktion. Da haben wir sie doch. 29 haben wir schon auf Lager. Ne, sind wahrscheinlich schon welche dazugekommen. Dann haben wir eine plus 6. So, Baumwolle. Hundertacht. Matrosen können hier bleiben. Jetzt müssten hier normalerweise wieder 40 Arbeitslose sein. 64. Ah, ne, gerade nur noch 2. Ah, ne, das ist verkehrte Stadt. Da. 42. Jetzt können wir die Matrosen hin und her scheppern. Schippern, nicht scheppern. So, was sagt unsere Bilanz? Oh, Minus. Drauf geachtet, steigt das jetzt oder steigt das nicht? Na, jetzt fällt es wieder. Betriebe 16.000. Okay. Kannst du nichts anklicken. Ah, die haben einen kleinen Rest an Getreide, außer die hier. Da müsste ich extra wieder 10.000 für zahlen. Oh, die produzieren aber viel.
Kohle, Kohle, Kohle. Töpferei, Töpfer, nee, Feinwerkstatt. Feinwerkstatt, Töpferei, Töpferei, Kakaoplantage. Okay. Kleidung. Sechsundzwanzig. Keramik 111. Luxus waren 23. 2470. Sechs, sieben, eine Produktion fehlt noch. Wir sind 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7 Stück sind es. Sieben Stück. Komm, die investieren wir jetzt hier. Die investieren wir jetzt. Fallen wir jetzt auf der Nase oder geht gut? Ne? Aber die produzieren relativ viel. Vielleicht können wir ja da was Besseres noch. Wo sind wir denn? Da sind wir. Schauen wir mal. So, mal gespannt, ob wir alles loskriegen hier. Ja. 71. 43. Ja gut. 34. Kommen wir noch mit. So, dann haben wir Baumwolle. 108. So, mal weg.
Keramik 241. Moment mal, du siehst das ja auch. 118. Desto mehr du keulst, umso teurer wird's. 198 im Prinzip. Wenn du alle keulst. Da machst du immer noch einen kleinen Gewinn mit. Also bei 4 Stück hast du einen Preis von 118. Dann bleibt er auch und steigt er. Keramik 603. Auftrag der Stadt. Es wird daher folgendes Lieferung gebeten. Hanf. Okay. Mal Hanf hin, ne? So, was habe ich denn noch? Getreide. 57. Bleibt aber 57. Okay. So, Baumwolle. 108 bleibt. Okay. Was haben wir hier? Produzieren die auch. Okay. Lass mir jetzt so. So, fahren wir nach Hause. Thank you.
So. Ja, Getreide muss ich drin lassen, ist klar. Aber Hanf können wir schon mal laden. 55. Ja. Keramik habe ich 19. Bleibt doch bei 241. Okay, weg. Erde. Habe ich noch ein 15. Lass mal gucken. Waren. 10.459. Bleiben sie. Okay. So. Dann kommen wir jetzt noch rüberfahren. Den Hanf da verkaufen. Mal spart mal, was wir dafür kriegen. Ding, ding. Hanf. Mach ich wieder Verlustgeschäft mit. 64 habe ich bezahlt. Müssen wir warten. Nützt ja nichts. 40, 72. Hey, das ist echt doof gemacht.
Was für ein Zickzack hier. Ups, null. Null. Als null. Toll, ist ja nix. Geht auf 48 runter, ey. Ach noch. Na komm, fahren wir mal schnell runter. Mal, was da Neues gibt. Ding, ding, da sind wir. Ich hab noch Getreide, können wir haben. 72. Oh, wunderbar. Haben wir Getreide wenigstens weg. Oder 23. 38. Was wollten die denn haben hier? Da steht hier nichts. Okay. Die sind schon wieder bei 0. 603. Kaffee, Kakao. Kohle. Und Fleisch. Kohle haben die hier, das weiß ich. 64. Nehmen wir mal 50 mit. Fleisch, alles nix. Nur noch ein paar Klamotten mit. Ja, 15. Das haben wir nochmal hoch. Gucken, ob wir den Handfisser rausgeschmissen kriegen. Ding ding. So. Hanf. Da ist der Hanf. 57, ne. 65, das ist ein Minimum. Mehr geht nicht. Drei Stücke, alter Falter. Mir noch mal zu mitnehmen. Obst. Kein Zucker. 653, 603. 25.000 Baugenehmigung, okay. Wie viel Produktion haben die nicht hier? Obst haben wir hier. Obst, 20,4. Sechzehn.
67. Hm? 63 direkt. Nö, 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 nö. Ich wollte erst noch mal nach Hause. Mittelklasse-Stück fehlt. Das Mittelklasse fehlt. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Kohle da verscherbelt kriegen. Für einen vernünftigen Preis hier. 64 habe ich bezahlt. Oh, bleibt doch bei 131. Schon mal Glück gehabt. So, was war das noch? Oh, die sind gefallen. Einen kann ich verkaufen. Einen einzigen. Okay. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? 60 haben wir da drin. Was können wir denn da noch gebrauchen? Baumwolle. Klamotten 655. Sagt denn bei uns, was sagt eine Kakao? Ach, die produziere ich ja gar nicht, das ist ja Tabak. Getreide brauche ich keins mitzunehmen. Na gut, dann fahren wir jetzt die Klamotten noch weg. Fahren wir nochmal rüber nach Mosquito. Ob wir dann die drei Hanf noch loswerden. Zur Information. Uah. Wir haben nun Krieg mit Spanien. Das hatte mir aber erschrocken, ey. Na toll. Sollte ich noch dahin fahren, ey. Was kann ich für euch tun? Was hat denn nochmal? Ah da. 17.800 mit Kapperbrief, ne, ist klar. Die sollst du mir geben. Krieg. Oh, alle drei Nationen. Nein, wir sind ja verbündet. Okay. So, jetzt gucken wir mal, was hat man denn hier? Die Klamotten. Oh, voller Preis, Wahnsinn. Wunderbar. So. Alter, kann ich noch was mitnehmen? Obst. 445. Sieht schlecht aus, wa? Kakao. Was hat denn bei uns ja Kakao? 27. Baumwolle bräuchte man. Baumwolle. Ich glaube, die haben die aber hier nicht. Oh, nee. Einen. Okay, fahr mal rüber. Gucken, ob wir den Hanf loswerden. Mit wem hat man jetzt Krieg? In Spanien.
Ding, ding. Neuer Auftrag? Ja, gleich. Ich muss erstmal meinen Hanf loswerden hier. Ha! Das hätten wir erledigt. Seid ihr hier, um die Niederlande zu unterstützen? Keine Ahnung, was hast du denn da? Aufgefallen ist, haben wir Tabakenüberfluss. In den Städten der Nation England herrscht jedoch Mangel. Wie wird unsere Wirtschaft sehr helfen, wenn ihr 82 Tabak bis zum ersten Mal an unsere Freunde kaufen würde? Okay. Das Problem, ich habe nur eine Stadt. Bei den Engländern. Oh, Zucker ohne Ende. Baumwolle 3,39. Und die haben auch keinen Tabak mehr. Moment, dann gucken wir mal, können wir hier Tabak kaufen? Ich glaube, die produzieren Tabak. Tabak, 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 Tabak. Haben wir denn hier Tabak? 167. Nehmen wir mal 100 mit. Ich glaube, das wird viel, oder? Preis bleibt dasselbe. Machen wir 80. Kriege ich die wieder nicht los. Ah ne, Moment, wie viel wollten die haben? 82. Muss ich noch zwei kaufen? Oh. Zwei Tabak noch. So. So, auf geht's. In die weite, weite Welt hinaus. Warum sind die? Ach ja, wir sind im Krieg. Was ist denn hier? Guck mal. Alles im Krieg. Oh, was haben wir für ein Problem? Arbeitslos haben sie genug. Ich denke mal, die haben kein Material. Haha, keine Baumwolle. Boah, 652, was meckern die denn da? Komisch. Das ist mir jetzt aber zu hoch. So, genug Material da. 652. Stoffe haben die Oma ohne Ende. Wo war ich denn? Hier war ich, ne? Ja, was ist das? Gibraltar, okay. Kann ich denn hier mit den Engländern irgendwas machen? Wir haben keine Stoffe. Aber nur dafür? Scheint mir 10.000 mal viel zu sein. So, gehen wir gerade mal gucken. Wo ist das Schiff? Ah, da kommt Gefahr. Na, weiter dauert ja noch ein bisschen. Okay, gehen wir gerade mal in Betrieb gucken. ...480 pro Tag. ...186 Produktion. 600. ...648. Plus
Oh, 46.000 plus. Auch nicht schlecht. Wollte ich jetzt wissen. Arbeiter. 80. Aber steht nicht, was die kriegen. Steht da nicht. Blöd. Kosten pro Ware 97, da muss auch noch was drauf zählen. Auei. Ob du damit aber Gewinn machst? Wage ich fast zu bezweifeln. So wieder die blöde Pause hier rein. Weg. Also hundertprozentig weiß ich das nicht, ob man da Gewinn dran machen. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir den blöden Tabak da loskriegen. Das kann ich mir durch die Gegend schippern, ey. Aber warum muss ich auch das letzte Kraft da hinten nehmen? Warum habe ich hier vorne nichts genommen? Tortuga zum Beispiel. Was haben wir denn hier? Hätte ich auch den Tabak hinfahren können, siehst du? Was produzieren die denn? Rum. Was fehlt denn? Kein Zucker und kein Holz? Doch, Holz ist da. Zucker produzieren die doch selber. 27. Na, könnte sein, dass zu wenig Arbeitslose da sind. Aber warum ist vor? Ach, der ist voll. Gut, dann fahren wir. Ne, kann ich nicht. Muss ich mir eine Hansel-Lizenz kaufen? Ach, das ist doch zum Mäusemelken, ne? Dann mal da. 3, 6, 6 Betriebe. Mal laufen. Fleisch 57. So. So, bis mein Schiff jetzt da ist, gehe ich mal schnell für kleine Jungs, bin direkt wieder da.
So. Ach, mein Schiff ist immer noch nicht da. Okay. Hä? Warum ist immer eine Pause da drin, Mensch? Ja, sind ja fast da. Ich will hoffen, dass der Zwischenkanal mit Tabak angekommen ist. Ja, ist wohl einer. Ah, Mist. Shit, Krom. So ein Mist aber auch. Ding ding. So. Tabak. Tabak, Tabak, Tabak. 86 Durchschnitt. Kann sein, ja. Oh, 64. Oh Mann. Krieg ich mir nicht alles los hier. So. Kommt direkt wieder. So, ist der Tabak gestiegen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? 95. Das braucht ja dann wieder Ewigkeiten hier. Bis ich den da weg hab. Gerade musste ich an euch denken. Verkauft wurden bisher 12. Stimmt das? Ja, 12.
12 habe ich verkauft. Wenn ich jetzt alle verkaufe, dann mache ich wahrscheinlich einen riesen Minus. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. 107, ist er gerade wieder. 64. Nee, da mache ich einen Verlust mit. Ah ne, kaufen will ich nicht mehr. 70. 0. Ne, also wirklich, das Ding ist zum... Das System ist zum Scheitern verurteilt. Jetzt mehrere Städte, da könnte ich die ja anfahren, ne? Müsstest du rein theoretisch fast überall die Produktion, ach nicht Produktion, die Handelsdingens kaufen. Die Handelslizenzen. Also zwischen der S im Schlauch. Oh, die haben jede Menge Stoffe. Kakao am Oberfluss 133, ein kleines Lager. Und habt ihr Produktion? Stoff, Rum und Kakao. Stoff. Kakao. Wo ist denn der rum? Ah, 118. Ja, ich probiere das jetzt einmal bei denen hier, oder? Wo bin ich denn jetzt hier? Moment. Da oben. Ja. Fahr mal schnell darüber. Schauen wir mal. Ding, ding. Sind wir schon da? So, wir können jetzt unseren Tabak noch... Mal gucken, ob das zählt. Aber normalerweise schon. So, 47 haben wir noch. Ja, zählt. 35 haben wir verkauft. Wunderbar. Also muss er erst überall Handelslizenzen kaufen. Ist doch schnell los. Aber jetzt sind ja Investoren, das ist ja heftig. Was kann ich denn jetzt mitnehmen hier? Baumwolle produzieren die doch gar nicht. Das ist so weit, wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre. Nein, da wollte ich nicht hin. Baumwolle. Hängen im Schacht. Die kann ich am Rückweg mitnehmen.
50, 42. Isabella. 3, 6 Produktion. Habt ihr denn Tabak? Fleisch? Die haben auch Tabak, aber nicht viel. Tortuga, was haben die? Die haben keinen. Das ist ja nicht weit. Weiß jetzt nicht, wo ich schon eine kaufen soll. Soll ich es näher rangehen oder soll ich unten kaufen? Das sind nur zwei. Gemüse. Rum. Gemüse, Rum und Stoffe. Ah, und Kleidung. 4 Produktion. Ah, doch, 4, ja. Sind 4. Tabak 19. Produktion 3, 6. Getreide fehlt. Metall, Kohle. Zucker und Getreide. Jetzt hat der Tabak einen 144. Ja, es ist eine Abwägungssache. Die habe ich ja jetzt. Mache ich jetzt Isabella? Drei, sechs. Sechs Produktionen, aber die sind nicht groß. Oder Tortuga. Mais. Zucker. Hanf und Rum. Kein Ding ins drin. Boah, das ist echt eine gute Überlegung. Echt eine gute Überlegung. Weil die produzieren Fleisch. 4 ist zwar nicht viel. Produktion. Ich habe keine Ahnung. Gerade musste ich an euch denken. 1. März. Ja, wir haben noch ein paar Tage. Also hatte ich echt Überlegungssache mit den Handelslizenzen, ob du die 10.000 investierst oder nicht. Echt eine gute Frage. Ding ding. Da wollte ich gucken. Denn. Tabak. Ah, das ist nicht der 5.
161. Tabak 175. Tortuga. Aber ich fahre jetzt hier oben noch mal rum. Ich komme dann auch in eine Stadt oder so. Wie gesagt, vielleicht kommt hier ja noch eine Stadt hier. Ich weiß nicht, wo ich letztes Mal bin ich unten lang gefahren, bin ich oben rumgefahren. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ach, siehst du, da ist eine aufgetaucht. Königsstadt. Tabak, nix. 132, 160. Was habt ihr denn für Produktion? 3, 6. Boah, guck mal, was wir an Getreide haben. 52. Aber nichts drin. Fleisch. 21. Ich glaube, da gehen wir da hin. Produktion von 21. Ich glaube, da gehen wir eine kaufen. Da. Ich habe Tabak im Gepäck. Oh, krieg ich komplett bezahlt. Danke, dass ihr unser Überangebot abgebaut habt. Komplett bezahlt. Verkauft. 158. Wunderbar. So, jetzt gucken wir mal, kann ich denn hier Fleisch mitnehmen? 183. Probieren wir mal. Halt, Moment. 183 ist Komplettpreis. 50. 50 nehmen wir mit. Oh, Kakao. Kakao 648. Guck, dann haben wir noch Kakao. Ne, nicht mehr viel. Nehmen wir noch ein bisschen Kakao mit. Auf geht's nach Hause. Was kann ich für euch tun? Karriere kaufen? Eine Kaperrüf kaufen. Ich fast für Verkehrtes angeklickt. Jetzt wacht mal auf unser Schiffchen.
So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Zeug loskriegen. Das wird dann hier unser letzter Akt sein. Was hatte ich denn geladen? Kakao. Kakao, da Kakao. 129 gekauft. Zu wenig. Kriege ich schon 9 Stück verkauft. Für etwas mehr Gewinn. So, Fleisch 183 gekauft. Oh, die kriege ich komplett verkauft für 307. Das ist günstig gewesen. Das war günstig. Aber ich wollte eigentlich Baumwolle mitgebracht haben, ne? Da ist nämlich nichts mehr. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich die gesehen habe. Haha. Der ist immer gut. So, da, da. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, ich wollte ja mal abspeichern, genau. So. Einmal speichern, speichern, speichern. Nehmen wir jetzt den aktuellen Spielstand. Sonst wird das zu viel hier. So. Zurück. Hauptmenü. So. Dann sind wir jetzt hier. Willkommen. Aha. Gut. So, dann sage ich euch jetzt mal hier, für das Ding ist hier Schluss. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.